Risikoreich. Jetzt darf man gespannt sein. Es sollte für eine 9-8 reichen. Neska Rubeva, die Trainerin, kann mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sein. Und der Patzer am Ende wurde ja doch sehr krumm genommen. 9,65 Punkte für Maria Petrova und damit im Moment nur die Silbermedaille hinter Carmen Acedo. Tatiana Ogrisco, Belarusi. Tatiana Ogrisco aus Weißrussland. Bisher durchgehend auf den fünften Platz abonniert, sowohl im Mehrkampf als auch im Finale mit dem Reifen und mit dem Ball. Ein schwieriges Gleichgewichtselement. 6,5 und der zweite Rang zusammen mit Maria Petrova. Als nächstes Carolina Pascual aus Spanien. Ihre Teamkollegin Carmen Acedo hat es ihr vorgemacht. Diese liegt im Moment mit 9,775 Punkten auf Goldkurs. Gefangener Doppelwurf, hier der asymmetrische Wurf, der vorgeschriebenermaßen in einer vollen Übung beinhaltet sein muss.
erfolgreich und abwechslungsreich die Keulenübung von Carolina Pasqual. Und Rang 2 für Carolina Pasqual. Julia Baitseva, Bulgarien. Als nächstes Julia Baitseva aus Bulgarien. Wir sahen sie bereits mit Reifen und mit Seil. Noch ein Gleichgewichtselement, eine spritzige und originelle Übung von Julia Baitseva. C- oder B-Schwierigkeiten, ich konnte keine D-Schwierigkeit entdecken. 9,5 Punkte und damit der achte Rang für Julia Baitseva.